fühle mich hier sehr wohl. Ich bin schon, wie gesagt, 13 Jahre hier und fühle mich sehr wohl. Möchte auch nicht wechseln. Also das Arbeiten hier im Laurentius, also mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich habe hier engagierte Kollegen, Kollegen, mit denen ich Spaß haben kann. Das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Also das Laurentius versucht sich immer mehr zu modernisieren. Wir machen diese elektronischen Wundvisiten, das heißt, wir versuchen, dass unsere Bewohner nicht alle zu den Ärzten gehen, die es nicht mehr können, sondern wir machen das über Tablet, über Videoaufnahmen. Das kommt eigentlich sehr gut an. Wir sind in der Dokumentation auf einem technisch hohen Standard, finde ich. Die Generationen werden auch immer mobiler, was die Technik angeht, und da versucht man, die Leute auch zu unterstützen, soweit es geht. Und das läuft, ja. Wir bekommen auch Unterstützung von der Leitung. Wir können uns mit unseren Ideen auch kommen und sagen, was für mich wichtig ist, dass auch mein Dienstplan wird auch kreativ gestaltet, so wie ich das, wie das für mich passt. Während meiner Arbeit in St. Laurentius habe ich 2 Kinder bekommen. Ich dürfte bei jedem Kind nach einem Jahr anfangen, dürfte meine Stelle reduzieren auf 50% von 75. Ich dürfte dann nur in Frühschichten arbeiten, weil das für mich sehr wichtig war. Also was mir aufgefallen ist und was ich denke, was dem Haus auch sehr wichtig ist, dass hier eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen wird. Also das Beschäftigungsangebot, finde ich, ist viel größer als in anderen Häusern, wo ich schon tätig war. Also ich sag mal, im Vergleich zu anderen Häusern, ja auch gerade, weil hier ein großer Träger hintersteht, ist die Bezahlung ja auch wesentlich besser, sag ich mal, als bei privaten Trägern. Wir werden ja nach AVR bezahlt, das ist ja, sag ich mal, den TVÖD angeglichen. Und dementsprechend gibt es eine Vergütung, die auch sehr transparent ist, die man sich einsehen kann, wenn man da jetzt mal im Internet googeln würde. Im Vergleich zu anderen Häusern, wo ich gearbeitet habe und auch der ambulante Pflegedienst, wo ich tätig war, ist die Bezahlung, würde ich sagen, überdurchschnittlich gut. Und dementsprechend man jetzt auch keine Angst haben muss, dass jetzt hier, sag ich mal, dem Haus irgendwas passieren würde, sag ich mal finanziell, weil da ist man schon hier abgesichert und man kann wirklich mit einem guten Gewissen hier hingehen und auch die Einstellung haben, dass mein Arbeitsplatz auch noch morgen und in den kommenden Jahren auch erhalten sein wird. Für Leute, die ihre Ausbildung anfangen, die werden verschiedenste Wohnbereiche zugeordnet, wo dann auch ein Anleiter mit dabei ist, hausübergreifend. Also für alle Wohnbereiche. Aber auch die Kollegen, die auf den Bereichen arbeiten, nehmen sich der Schüler an. Die zeigen dann Insulinspritzen oder Blutdruckmessen, natürlich auch die Grundpflege, das ist natürlich klar. Schüler können jederzeit Fragen stellen, ihre Sorgen, Bedürfnisse den Kollegen rüberbringen, ihre Anleitung überbringen. Die Ausbildung hier im St. Laurentius verläuft so: Es gibt verschiedene Blöcke, also sprich Theorie- und Praxisblöcke. Also in einem Blockunterrichtssystem und man hat jeweils 2 bis 3 Monate Schule, 2 bis 3 Monate ist man dann hier in der Praxis. Es ist immer Abwechslung geboten und ich kann nicht sagen, dass es jetzt eine eintönige Ausbildung ist. Ich bin wirklich vollstens zufrieden und immer gut beschäftigt. Weiterbildungen sind immer möglich. Es gibt, sag ich mal, kleinere Weiterbildungen generell für Pflegefachkräfte. Sei es dadurch, dass da neue Expertenstandards vertieft werden und vorgestellt werden, als auch, dass man die Möglichkeit hat, eine Weiterbildung Wundmanager, Wohnbereichsleitung, Praxisanleitung, PDL. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wie man hier auch im Haus gefördert wird. Wie gesagt, man ermöglicht mir Fortbildung, man ermöglicht mir die Rolle des Teamleiters, wo ich reinwachsen kann. Wo ich auch persönlich sage, ich möchte diese Rolle annehmen, weil ich etwas hier im Laurentius machen möchte. Ich möchte mit zum großen Ganzen gehören. Hier in dem Haus ist es so, dass man akzeptiert wird, egal welche Herkunft man ist. Es wird einem geholfen, es wird einem unter die Arme gegriffen. Meine Perspektive, meine Zukunft im Laurentius sehe ich eigentlich goldig.